Willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. So, okay, wir müssen zum Hauptmann. Aber da steht mir jemand im Weg. Oh, immer diese Lex hier. Komm schon. So, weg von hier. Bevor wir noch in Schwierigkeiten kommen. Also, es sind 300 Schritte. Ja, ich glaube, wir brauchen hier keinen Wegpunkt. Sondern wir gehen auf direkten Weg. Ach man, diese Lex kotzt mich echt an. Nee. Ja, dann sind wir mal ein bisschen hier zu Fuß unterwegs. Aber langsam aber sicher haben wir erstmal alle Nebenquests hier gemacht. Also ja, es sind ja noch ein paar übrig. Quinn spielen geht hier nicht mehr. Die Boxkämpfe sind noch übrig. Das ist sogar eins der schwersten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es pack, da dieses, ja, diese Rüstung da. Da brauche ich ja Stärke 24. Aber normalerweise, wenn ich noch ein paar Nebenmissionen mache, könnte ich das freischalten. Also wenn es grün ist, könnten wir es schon machen. Ich muss hier hoch. Oh, diese Lex, die kotzen einen so an. Ich weiß gar nicht, warum. Das kotzt mich echt an. Okay, Kollege. Wo ist der Buchmacher? Suche den Typ mit der Feder in der Hand. Ah, okay. Vielleicht hat er diesmal keine Feder in der Hand. Ich bin Geralt von Riva. Spielt keine Rolle, wie man dich nennt oder wo du herkommst. Es zählt nur, ob du bereit bist, gegen Hauptmann Mortimer zu kämpfen. Auf jeden Fall bin ich das. Bin bereit. Ja, okay. 95. Bin bereit. Fangen wir an. Da ist ein bisschen stärker wahrscheinlich noch wieder andere. Denn da ging das meiste nur auf 80. Aber ich muss eins sagen. Boah, der ist wirklich hart im Nehmen. Scheiße. Ich hätte gesessen. Dann diese Lex auch noch. Die kotzen einen richtig an. Ja, voll. Klar. Weg, schnell weg. Und dann die Kameraperspektive. Ja, so, jetzt habe ich ihn erstmal geschwächt. Ja, war auch nicht kein großes Problem auf jeden Fall. Da war der Erste der Stärkste eigentlich. Geralt von Riva besiegt Hauptmann Mortimer. Sieh hier deinen Preis, Meister. Du hast die Ehre verdient, den Meister von Novigrad herauszufordern. Doden, den Schneider. Du findest ihn in Fernic. Dort findet nach Sonnenuntergang auch der Kampf statt. Okay, gut. 25 Erfahrungspunkte erhalten. 190 Kronen. Ja, warum nicht? Dann wollen wir mal zum nächsten Kampf gehen. Ihr jagt einen Kampf den anderen. Mal ein bisschen. Na, ich kann nicht aufsteigen. Hier können wir nur Plätze nehmen. Ansonsten wäre das wahrscheinlich wieder Diebstahl. Hack den die Finger ab. Kämpfe gegen den Schneider um den Titel von Novigrad. Ja, das klingt natürlich sehr interessant, sehr spannend. Ja, leider Gottes muss man erstmal immer die anderen Flitzpiepen klapp machen. Auf die Knie. Alter, da ladet immer wieder was Neues dazu, aber das ist wahrscheinlich nur hier in Novigrad so. So, wir haben es fast geschafft. Wahrscheinlich müssen wir meditieren bis Sonnenuntergang. Aber das ist kein Problem. Das geht ja recht schnell. Sieh an, dieser Wanderer will gegen Durden den Schneider kämpfen. Wird es dem Schnack gemein? Lass mal schauen, was geht so. Wir haben dich erwartet und schon Wetten genommen. Ja, ich auch. Du wurdest gewogen und für zu leicht befunden. In welcher Welt solltest du mich schlagen können? Der Neue mag recht dürr wirken, aber denk dran, er hat den Feldwebel des blutigen Barons von Velen besiegt. Dieser Meister ist ein Trottel. Auf jeden Fall. Dieser Elf ist ein Armleuchter. Waren das bisher alle Meister von Novigrad? Nein, ich bin der Erste.
Weißt du, warum man mich Schneider nennt? Weil ich ein paar Männer ausgeweidet habe. Mit diesen Händen. Ich wusste, es würde eine Scheißgeschichte sein. Fangen wir an. 120? Vielleicht hat er mehr drauf, als ich denke. Okay. Ich bin hier, um gegen den Schneider zu kämpfen. Also los. Hört, hört, Novigrader! Also das sieht auf jeden Fall am ungefährlichsten aus von allen. Tritt Geralt von Riva gegen den Schneider an. Hier mit dir, Arschloch. Onkel Durden näht dir ein neues Gesicht. Okay. Wie viel? Hat er einen Totenkopf drüber? Ja. Hat er. Ich liebe die Kameraperspektive, muss ich sagen, echt. Er ist schnell. Ja, okay, er hat mich. Er ist einfach nur scheiße schnell, okay. Ja, das ist die scheiß Kameraperspektive, kotzt dann einfach nur an. Ich sehe nichts. Ich schlage ins Nichts. Okay. Geh mir nicht auf den Geist. Komm schon. Ich will gegen den Schneider. Tu dir. Fang mir an. Natürlich 120. Er ist nicht stark. Er ist einfach nur schnell. Ich bin bereit. Und wenn die Kameraperspektive passen würde, hätte er gar keine Chance. Sag ich dir echt. Okay. Komm schon, komm näher. Komm schon. Na, wie sieht's denn aus? Hä? Komm schon, schlag doch. Na, was ist los? Ich sag da, wenn die Kameraperspektive passt. Ja, und jetzt? Was ist los? Hä? Was ist los? Bitch! Durden ist nicht mehr Meister. Der Titel gehört ab sofort dem Vagabunden. Bitch! Wenn du noch nicht genug hast von der Klopperei, findest du in Velen und Skellige weitere Gegner. 75 Punkte erhalten. Es stinkt nach 240 Kronen. Und? Können Sie die Scheiterhaufen nicht vor der Stadt aufbauen? Finde ein Schiff nach Skelligen. Ich denke, das war's erstmal mit allen Herausforderungen. Nebenquests, okay. Meisterliche Rüstungsschmiede können wir leider noch nicht machen. Auf der Pferde können wir auch noch nicht machen. Eine schwarze Perle auch noch nicht, das ist ein Skelligen. Quint gegen Freunde können wir auch nicht machen. Sammeln sie alle auch nicht. Kabarett, das ist das nächste, was wir machen können. So, live von der Madame Ina Requisitenschwert, okay. Bin ich kaputt. Ah, das ist hier um die Ecke auch. Ich kotze halt an, dass ich 120 Kröten verloren habe, aber gut, ich habe die wieder zurückgewonnen. Ich habe quasi nichts gewonnen, nichts verloren in diesem Kampf hier. Aber gut, die Taktik war natürlich auch ein bisschen anders jetzt gegen diesen Gegnern. Er war wirklich schnell. Er hat wirklich schnell zugeschlagen wie ich. Aber mit Konton alles kein Problem. Das sage ich dir nicht. Das ist ein Geheimnis. Oh ja, diese Ladelex, wie ich die liebe. Treppe hoch. Ewiges Feuer, warum ich? Sag ich dir nicht. Bin falsch abgebogen, okay, gut. Dann noch diese Ladelex auch noch, die kotzen mich einfach an. So, Madame bei einem Sturm kann man Irina, wo bist du denn? So. Gib mir mal ein Schwert hier. Ah, wie schön, dich zu sehen. Ich brauche eine Requisite. Ich hätte ein Anliegen. Ich müsste mir eine Requisite leihen. Eins der Schwerter für Bühnenschlachten. Huch, wozu brauchst du denn das? Weiß ich nicht. Rittersporn behauptet, es wäre unverzichtbar. Oh ja, ich habe mir schon gedacht, dass Meister Rittersporn was damit zu tun hat.
Ich hoffe doch sehr, dass er mir keine Konkurrenz machen will. Bitte sehr. Danke. Ich versuche es nicht zu beschädigen. Ja, sie hat immer so einen Requisitenschatten im Rock. Ist okay. Okay, zurück zu Rittersporn. In Wahrheit sind wir schon von den Schwarzen abhängig. Wieder dieses Ziehen im Rücken. Hey! Ja. Sympathisch, diese Madame Irina. Wer denn nicht eigentlich so ein Requisitenschwert im Rock stecken, so mal einfach so mal so in der hinteren Rocktasche? Naja, falsch abgebogen. Wenn man so euch überlegt, so wurden doch früher die. Warte jetzt. Hier muss ich hinlang. Ich muss wahrscheinlich hier. Wo ist das? Hier? Ins Freudenhaus? Oder was ist das? Puff. Keine Ahnung. Wenn man sich das so überlegt. Ne, eins weiter runter. So, so Altstädte eigentlich schon was Tolles, oder? Und wenn man noch so Städte findet, die noch so aufgebaut sind, jetzt wie in diesem Spiel. Jackpot. Abgeschlossen. Triff Rittersprung nach Einbruch der Dunkelheit bei Sophias Haus. Okay. Sophorinas Haus, Entschuldigung. Lass uns mal meditieren. Nach Sonnenuntergang. Wir haben den ganzen Tag vor uns. Ja, damals gab es keine Smartphones. Ach, na endlich. Also, dies ist der Plan. Sophronia liebt Abenteuerromane. Ich könnte für sie zum Helden werden, indem ich sie vor einem Banditen rette. Lass mich raten. Sie wird mir aus der Hand fressen und auf jeden Fall das Geld. Ich bin wohl der Bandit. Ich soll der Bandit sein? Ich wusste, es würde dir sofort einleuchten. Das soll dein Plan sein? Im Ernst? Das ist ein fantastischer Plan? Von fantastisch habe ich nicht gesprochen. Jeder Plan ist besser gut, als... Gut, okay, aber das ist echt Schwachsinn. Aber gut. Ich habe deinen Text schon geschrieben. Was hast du geschrieben? Damit du weißt, was du bei dem Auftritt sagen sollst. Und deine Maske. Setz sie auf. Sophronia darf dich nicht erkennen. Aber... Keine Zeit. Sophronia kommt. Halt dich an den Plan. Wir treffen uns morgen im Rosmarin. Okay. Sofort stehen bleiben. Was soll das? Hilfe! Zu Hilfe! Her mit deiner Börse. Pechtag, meine Dame. Her mit der Börse. Sieht doch scheiße aus, die Maske. Nicht so schnell. Das Tuch und die Maske. Weg mit dem Schwert, Halunke. Das ist die erste und die letzte Warnung. Rittersporn? Fürwahr. Wobei der Abschaum dieser Stadt mich den Roten Rächer heißt. Oh nein, nicht der Rote Rächer. Ruhe, Gewürm. Der Tag soll dich reuen, da du geboren wurdest. En garde. Ja. Ich bin getroffen. Ins Haus, rasch, da kriegt er uns nicht. Ewiges Feuer, was willst du von uns? Lass ab! Dieser Bösewicht läuft gleich weg. Ich bin sicher. Er würde sich doch nicht von der Wache schnappen lassen. Nicht wahr? Erst haben sie meinen Sohn 25. Jetzt werfen sie uns auf die Straße. Okay. Ich muss mich mit ihm wieder treffen. Am Morgen. Ja, dann haben wir wieder so einen halben Tag vor uns. Jetzt laufen wir erstmal hin und dann meditieren wir wieder. Aber Rittersporn ist echt eine Pfeife, muss ich sagen. Ja, was hauen die wohl ab? So hässlich bin ich doch gar nicht. Ich habe eine Maske auf, Mann. Hier geht's ja ran. Schweine, echt. Meine Mutter sehen besser aus. Ja, damals waren Spiegel halt Luxus. So
Weihnachten wünschte man sich keine Playstation, sondern einen Spiegel. Das war ein Spiegel, Mann. So, okay, Morgengrauen. Wie wär's mit 6 Uhr morgens? Meditation. Late. Ja, das sieht schon gut aus, ein Ladebildschirm. Ja, lädt immer noch. Ein bisschen komisch. Ja. Ja, das ist doch nicht normal, oder? Ach, jetzt. Jetzt geht's wieder weiter. Was war das jetzt? Streiten die immer noch? War doch krass, oder? Also irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel buggt schon ein bisschen, so ein wenig. Also extrem lange Ladezeiten für nichts. Das muss ein Missverständnis sein. Ihr seid zu früh. Heute war ausgemacht und heute sind wir da. Das Material ist komplett und meine Truppe kann's kaum erwarten. Wir fangen an, so wie unsere hübsche Regisseurin sich in Sachen Dekoration entschieden hat. Aber Rittersporn hat doch gar nicht das Geld für euch. Doch, hat er, wie sich zeigt. Jedenfalls bald. Er arbeitet dran. Siehst du? Alles in Butter. Würdest du also endlich entscheiden, welchen Stil das Interieur haben soll? Was steht denn zur Auswahl? Welche Wahl haben wir denn? Meister Rittersporn sagte, er könne sich nicht zwischen Boudoir-Stil und Theaterdekoration entscheiden. Er würde uns die Entscheidung mitteilen, sobald wir hier ankämen. Und hier sind wir. Aber die Entscheidung steht noch aus. Die Dame ist ganz überrumpelt, dass sie wählen soll, obwohl doch die ganze Renovierung eindeutig ihr zuliebe stattfindet. Mir zuliebe? Mir zuliebe jedenfalls nicht. Also würdest du jetzt bitte entscheiden, bevor mir eine Ader platzt. Ich weiß nicht, was Rittersporn gefallen würde. Geralt, du kennst ihn länger. Sag du was. Kabarett ist eine Art Theater. Die Dekoration sollte dazu passen. Der Boudoirie-Stil, oder wie das Ding heißt, passt besser zum Kabarett. Rittersporn macht das für sich, für dich. Also entscheidest du. Komm, Rittersporn macht das für dich. Sicher kenne ich ihn länger, aber für mich würde er nicht mal die Socken wechseln. Schon gar keine Renovierung mit allen Schikanen in Auftrag geben. Er macht das offensichtlich für dich. Du musst entscheiden. Ich verbinde Boudoirs mit femininer Eleganz, mit gewissem Biss. Mit Krallen sozusagen. Das passt hervorragend. Hätte ich auch gesagt. Ja. Eine wunderbare Wahl. Endlich. Meine Herren, Schluss mit dem Nasebohren. An die Arbeit. Ja, Zwerge sind schon fleißig. Muss ich sagen. Tja, dieses Kabarett muss ja toll sein. Seit Rittersporn den Laden hier geerbt hat, redet er von nichts anderem. Ich hätte nur nicht gedacht, dass er zur Tat schreitet. Und so schnell. Wer weiß, vielleicht wird er jetzt sogar häuslich. Er muss ja das Geschäft im Auge behalten. Wer hätte das geahnt? Was immer die Leute reden, Rittersporn packt das Leben sehr rational an. Rittersporn, ein Rationalist, wohl kaum. Das glaube ich auch. Schon wahr. Er lebt nach dem Prinzip, dass ein genossenes Leben ein gutes Leben ist. Spotte nicht. Tu ich nicht. An dem Prinzip ist nichts auszusetzen. Rittersporn weiß einfach, wie man das Leben genießt. Das ist gut. Aber er kann auch verantwortungsvoll sein. Er bezahlt jeden pünktlich, der für ihn arbeitet. Und er hat noch nie einen Auftritt versäumt. Hoffentlich ist eure Eröffnung nicht das erste Mal. Er ist immer noch nicht hier. Na, er hat gesagt, dass er zu Polly geht, unserer Choreografin, sobald er das Geld hat. Sie hat die letzten Proben versäumt. Er wird ja wohl nicht in Schwierigkeiten sein. Bei Rittersporn ist alles möglich. Mal sehen, ob ich ihn finde. Und schon wieder Rittersporn suchen.
So, mal schauen. Wie oft das jetzt hier leckt hier wieder. Ja, schon das erste Mal. Das ist so ätzend. Da vibriert der Controller. Das ist so ätzend einfach. Das könnte vielleicht auch am neuen Update liegen. Das kann auch sein, dass es so ein bisschen buggt wegen dem neuen Update. Hat ja auch, ich glaube, 1-2 GB oder so. Kann das sein? War auf jeden Fall ein großes Update. Ja, die kurz die Wasserflasche nehmen und mit ihm reden. Oh ja. Was ist denn das für ein Krawall? Polly und ihr schwachsinniger Verlobter streiten sich. Sie ist in dieser Stadt die Einzige, die sich mit Choreografie auskennt. Und dieser Armleuchter lässt sie nicht für mich arbeiten. Moment mal, was machst du hier eigentlich? Wir wollten uns doch im Rosmarin... Ja, wenn du da wärst. Wollten wir, aber du bist nicht aufgekreuzt. Priscilla hat angefangen, sich Sorgen zu machen. Da wollte ich mal nach dir schauen. Priscilla hat sich Sorgen gemacht? Wie schön. Für sie nicht so sehr wie für dich. Gehen wir. Hast du nicht gehört, was da drin vor sich geht? Wir müssen Polly helfen. Warum landen schöne Frauen bloß immer bei solchen Arschlöchern? Ja. Keine Ahnung. Geh zurück. Ich tue die Tür ein. Warte, müssen wir ihr das Haus kaputt machen? Sie hat hier irgendwo einen Zweitschlüssel. Meine Hexensinne. Suchen wir den Schlüssel. Gut, suchen wir den Schlüssel. So, suche mit Hilfe deiner Hexensinne nach dem Schlüssel. Ja, sieh meine an. Nicht hier. Wäre auch zu einfach gewesen. Ah, da. Ah, der Schlüssel. Ich habe ihn und Sesam, öffne dich. Was zum Teufel soll denn das? Raus aus meinem Haus! Pass bloß auf und lass die Frau in Ruhe. Ja, zum... Das ist meine Verlobte! Aber nicht dein Eigentum. Ich liebe sie. Ich lasse nicht zu, dass sie im Bordell den Hintern schwingt. Jetzt mal langsam. Hier liegt eindeutig ein riesiges Missverständnis vor, das ich im Handumdrehen aufklären kann. Schön, wie wieder trocken ist. Deine Ausreden in den Arsch. Verpiss dich, sonst spalte ich dir den Schädel. Lass Rissesporn ausreden. Mein Freund war höflich, also sei du auch höflich und hör ihn an. Sonst regeln wir das alles anders. Na gut, red schon. Schon eingeschüchtert. Hubio, nicht? Polly hat mir so viel von dir erzählt. Sie hat dich als gebildeten, weltoffenen Menschen beschrieben. Respekt. Das hast du? Na, es stimmt ja auch. Ich bin sehr weltoffen. Aber nur bis zu dem Punkt, an dem meine Verlobte im Puff mit dem Arsch wackeln will. Raus mit euch beiden. Polly geht nirgendwo hin. Lass Rittersporn ausreden. Lass ihn ausreden. Das hier hat nichts mit einem Bordell zu tun. Siehst du, mein Freund, Geralt hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Was du da hast, ist ein veraltetes Werbeplakat. Veraltet? Durchaus. Zu dieser Zeit war mein Etablissement noch unter anderer Leitung. Ich hingegen würde in meinem Kabarett niemals irgendwelche Anstößigkeiten dulden. Schon meine Reputation verbietet das. Worum geht's denn dann? Deine Verlobte ist eine erstklassige Künstlerin und ich möchte ihr eine Position bieten, die ihrem Talent entspricht. Sie soll meine Choreografin sein. Was wiederum bedeutet, dass sie einen Anteil der Erlöse jeder Vorstellung bekommt, die sie choreografiert. Du meinst... Oh ja, Geld. Und Ansehen. Schäkern gehört nicht dazu. Mein Wort drauf. In diesem Fall schätze ich... Ich wusste, du würdest einverstanden sein. Das wäre also geklärt. Wir sehen uns im Rosmarin, Polly. Bah, Polly möchte einen Keks. Bah, Polly möchte einen Keks. Ich geh schon mal. Ich hol dich ein. Und schon sind die Klamotten wieder nass. Diese scheiß Lecks. Puh, hätte nie gedacht, dass es so gut läuft. Das hast du gut gemacht.
Geschickt von dir, Rittersporn. Nachdem du ihn gebildet genannt hast, war er Wachs in deinen Händen. Ob Verhandlung oder Gefecht, man muss die Schwachstelle des Gegners finden und ausnutzen bis zum Schwertheft. Also, gehen wir endlich zurück? Ich muss noch bei Rautleck vorbei. Bei dem habe ich vor kurzem neue Plakate bestellt. Aber Hubio hat die alte Version gefunden. Verfluchter Künstler. Der wird was erklären müssen. Okay, ich hole die Plakate. Geh du zurück ins Rosmarin. Ich gehe zu Rautleck und du gehst zum Rosmarin zurück. Sonst reißt Priscilla mir den Kopf ab. Wirklich? Würdest du hingehen? Nein, ich beliebe zu scherzen. Sag mir, wo ich ihn finde. Am Hafen. Bis bald also. Ab zum Hafen. Okay, gut. Wir haben auch natürlich wieder leicht überzogen. Das heißt, hier machen wir einen kleinen Cut. Und wie es weitergeht, das seht ihr dann im nächsten Video, Leute. Okay, also haut rein. Bis zum nächsten Mal.